Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch ganz fix, wie man vom Galaxy Tab S6 Lite die Akkulaufzeit, die generell schon sehr gut ist, nochmals optimieren kann. Und zwar indem wir Apps, die im Hintergrund aktiv sein können und so Akku verbrauchen können, deaktivieren, sodass diese nicht mehr im Hintergrund aktiv sein können. Dafür gehen wir bei unserem Gerät in die Einstellungen, gehen hier dann auf Akku und Gerätewartung, klicken hier wiederum auf Akku. Und unten sehen wir den Punkt Grenzen der Hintergrundnutzung. Darauf klicken wir. Und hier ist jetzt wichtig erstmal, dass oben der Regler Standby für nicht verwendete Apps angeschalten ist. Und wenn wir dann Apps hinzufügen wollen, die nicht im Hintergrund aktiv sein sollen, gehen wir hier auf Apps im tiefen Standby. Hierzu ist allerdings zu beachten, dass Apps, von denen ihr wisst, die müssen im Hintergrund irgendwas machen, ihr nicht in den tiefen Standby versetzen solltet. Tiefer Standby heißt, sobald die App geschlossen wurde und eine Zeit nicht verwendet worden ist, kann sie von selbst nicht anlaufen und dementsprechend auch keinen Strom verbrauchen. Wenn es nun aber ein Cloud-Dienst ist, wie zum Beispiel OneDrive oder Google Drive, dann kann dieser Dienst auch im Hintergrund keine Daten synchronisieren. Das ist eventuell ja nicht gewollt. Dementsprechend würde ich dann davon abraten, solche Dienste auch dahinter schicken. Oder zum Beispiel so etwas wie Google Kalender oder WhatsApp, was es beim Tablet natürlich mit WhatsApp nicht so relevant ist. Die gehören da auch nicht rein. Wollen wir jetzt aber Apps hinzufügen, klicken wir auf das Plus. Und hier sehen wir jetzt schon eine ganze Reihe Apps, die wir in den tiefen Standby schicken können. Hierzu zum Beispiel 3DMark ist ein Benchmarking, Among Us ist ein Spiel. Die ganzen AR-Apps von Samsung, die verwendet werden, wenn man eine dementsprechende App aufruft. Weiterspiele. Also ihr seht schon, hier kann man eine Menge anhaken. So etwas wie Diktiergerät oder Discord hake ich jetzt mal nicht an. Denn es kann durchaus sein, dass Discord dann meckert, wenn man es zum Beispiel dann das Gerät sperrt und weiterredet zum Beispiel. Discord ist ja auch zum Telefonieren, zum Chatten gedacht. Dementsprechend lasse ich das da mal außen vor. Aber alles andere, was nur zu funktionieren hat, wenn ich auch die App geöffnet habe, das schicke ich da jetzt rein. Und dementsprechend können diese Apps dann auch nicht mehr im Hintergrund arbeiten. Und man spart damit Strom. Hier seht ihr zum Beispiel den Reminder, habe ich auch ausgelassen. Der Reminder ist für Erinnerungen zuständig und der sollte auf jeden Fall auch im Hintergrund aktiv sein. Mit einem Klick auf Hinzufügen haben wir dann alle Apps hinzugefügt zum tiefen Standby. Diese Apps springen dann im Hintergrund nicht mehr von selbst an. Wir brauchen keinen Strom, was natürlich dann eine Verbesserung der Akkulaufzeit zum Tab S6 Lite beiträgt. Jo, das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ihr fandet diesen kurzen Tipp hilfreich. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao!